Moin, moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Ja, leider gibt es heute kein Blitzfazit, denn der Blitz, der ist natürlich schon lange weg. Das Fazit hätte gestern Abend kommen müssen, aber leider war das mit dem Hochladen ein bisschen problematisch von unterwegs. Es hat nicht funktioniert. Am Ende war es so spät, dass ich gesagt habe, das bringt jetzt auch nichts mehr. Ich mache lieber morgen ein ausgeruhtes Fazit und vielleicht ist es auch mal ganz gar nicht so schlecht, wenn man mal eine Nacht drüber schlafen konnte, über ein Spiel nicht ganz so emotional in so ein Blitzfazit geht, wie man es sonst macht. Aber es war einfach gestern auch wieder ein Spiel, über das man sich freuen darf. Nicht wegen des Ergebnisses allein, das war natürlich super, 1-0 zu gewinnen bei Hannover 96, die ich dieses Jahr für deutlich stärker als letztes Jahr halte. Das ist schon was Gutes, darüber darf man sich freuen, aber auch über die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Denn der HSV hat gestern gegen einen guten Gegner gespielt, das kann man nicht anders sagen. Hannover 96 war bis zum 16er des HSV, fand ich sehr gefährlich, war sehr aggressiv. Hat in der ersten Halbzeit auch wirklich besser ins Spiel gefunden als der HSV. Der HSV war über die Außenbahn in der ersten Halbzeit sehr anfällig. Da war es tatsächlich so, dass Köhn van der Bremt sehr oft vor massive Probleme gestellt hatte. Van der Bremt hatte gestern nicht seinen besten Tag in der ersten Halbzeit, wurde dann aber im zweiten Durchlauf besser, auch wenn er da immer noch mal wieder Situationen hatte, wo Köhn ihn überlaufen hatte. In der Abstimmung mit Hertha waren da so ein paar Dinger dabei. Eigentlich sind die beiden mit dem Tempo, das die beiden mitbringen, natürlich fast schon, die sind gar nicht bezwingbar auf der Außenbahn, aber gestern hat Köhn gezeigt, dass man das durchaus auch mit Tempo schaffen kann, wenn der HSV sich nicht ganz so gut stellt wie sonst. Aber, und das muss man sagen, in letzter Instanz war der HSV dann trotzdem da. Ob es ein Van der Bremt war, selbst ein Muheim, der wirklich gestern in der ersten Halbzeit richtig schwach war. Also da war ich echt enttäuscht, wie schwach der war, weil er zuletzt so gut gespielt hatte. Aber trotz allem, auch wenn Van der Bremt nicht ganz so gut war wie sonst, wenn Muheim wirklich auf der Außenbahn richtig Probleme hatte in der ersten Halbzeit, in letzter Instanz war trotzdem immer wieder ein Bein dazwischen, auch von Muheim, auch von Van der Bremt, aber vor allem von den beiden Innenverteidigern, von Hatzikadunic und von Ramos. Ramos gestern bärenstark, wie ich fand, mit seinen ganz einfachen Mitteln, mit seinen sehr körperlichen, sehr physischen Art zu spielen, war er gestern sehr präsent, hat Hannover 96 eigentlich in allen Bereichen abgeräumt, was abzuräumen war, war wirklich einer, wo man immer wieder mal zusammenzuckt, wenn man den schon ranrauschen hört, also als Stürmer zumindest. Und das hat er den Stürmern auch wirklich dann am Ende spüren lassen. Leider mit einer dann sehr unglücklichen Aktion als letzter Mann zupft er am Trikot des Stürmers, der fällt, nutzt die Situation, um zu fallen und ja, dann ist es am Ende rot, da kann man nicht großartig viel diskutieren. Ich habe gestern im Stadion und natürlich dann auch mit den Leuten, die da vor Ort waren, habe ich gesprochen und auch die Leute, die hier vorm Fernseher saßen, haben immer wieder gesagt, dass sie der Meinung sind, das sei kein Rot. Ich sehe da gar keinen Spielraum, ehrlich gesagt, weil er zupft am Trikot. Natürlich muss man davon nicht umfallen. Also davon, wenn du normal dran gezupft wirst und im Stehen, dann bleibst du auch stehen, aber im Spiel nutzt du es natürlich als Stürmer. Nimmst es mit, nimmst die rote Karte für deinen Gegner natürlich gerne an. Mit 10 Mann denkt man natürlich immer wieder, hätte Hannover dann den Vorteil gehabt. Aber, und das ist halt die gute Situation beim HSV, der HSV ist einfach sehr stabil. Hinten schon wieder zu 0, zum zweiten Mal in Folge. Das ist wirklich gut. Das ist ein weiterer sehr guter Schritt in die absolut richtige Richtung. Wenn man die Spieler nach dem Spiel hört, ob es ein Feuer Fernandes ist, ob es ein Meffert ist oder wer auch immer da gesprochen hat, alle loben die konsequente Defensive. Und das ist etwas, was wir wirklich jetzt hier schon zum tausendsten Mal besprechen. Das ist etwas, was wir immer wieder gehofft haben, dass der HSV das irgendwann erkennt, wie schön das ist. Jetzt ist es soweit. Der Trainer hat mit der sehr resoluten Innenverteidigung, die er aufstellen musste, ist er vielleicht auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen worden. Aber das ist völlig egal wie. Wir wollen es gar nicht kleinreden. Es ist ein sehr guter Schritt, ein zweiter sehr guter Schritt nach Hertha in die richtige Richtung. Der HSV steht hinten stabil. Er räumt nicht jedes Mal, laufen die Innenverteidiger mit, im Gegenteil, die Innenverteidiger halten ihre Position. Die Außenverteidiger haben immer mal Situationen gehabt, wo sie mitgegangen sind, aber gestern war es dann auch häufiger zu sehen, dass der HSV dadurch anfälliger wurde. Über die Außenbahn, wie gesagt, hatte man in der ersten Halbzeit arge Probleme. Vor allem Köhn hat natürlich ein unfassbares Tempo, der, wenn der einmal allein gelassen wird, ist der dann auch weg. Da muss man echt aufpassen und das hat der HSV in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gemacht. In letzter Instanz, wie gesagt, immer wieder war irgendein Fuß dazwischen, ein Kopf, ein Körperteil, irgendwie wurde der Ball abgewehrt. Und das war so ein bisschen das, was die Spieler nach dem Spiel auch gesagt haben. Dass sie gesagt haben, egal wie, wir wollten diese Null halten, wir wollten die Dinger einfach rausverteidigen. Tim Walter nannte es wieder immer brutal verteidigt. Brutal ist bei ihm so das Adjektiv für besonders gut. Aber das stimmt auch. Der HSV hat sich in alles reingeschmissen, was da war. Und hat zum zweiten Mal in Folge die Null gehalten und hat so ein bisschen jetzt auch Blut geleckt, wie ich das Gefühl habe. Also gefällt mir sehr. Es freut mich sehr, dass die Spieler das toll finden, diese Null. Und dann kann man nämlich auch mal mit einem einzigen Tor so ein Spiel gewinnen.
Und ich sage, dass in Hannover viele Mannschaften noch Punkte lassen werden, auch von den guten Mannschaften, die oben mitspielen werden. Ich halte Hannover sogar für eine Mannschaft, die durchaus oben mitspielen kann. Wie gesagt, ich habe euch das im Blog schon geschrieben, wenn Martin Kind da ein bisschen ruhiger wird, wenn er die sportliche Abteilung die sportlichen Dinge lösen lässt, dann könnte es was werden. Ich habe jetzt schon wieder gehört, dass er mucksch war nach dem Spiel gegen den HSV und dass das da wieder ein bisschen Theater geben wird. Leiter ist auch ein sehr sturer Typ, einer, der, glaube ich, eine relativ kurze Zündschnur hat, der sich das nicht gefallen lässt, von seinem Boss da irgendwas zu hören, was ihm nicht, was sportlich nicht wirklich korrekt ist. Und das kann Martin Kind leider auch immer wieder gut. Aber das soll nicht unser Problem sein. Hannover soll sein Ding machen. Und am Ende ist es ja auch gut, wenn sie hinter uns sind, hinter dem HSV. Das sind sie tabellarisch jetzt sowieso. Der HSV ist wieder Tabellenführer. Und ja, jetzt kommt in der kommenden Woche mit Magdeburg, mit Rostock jetzt natürlich ein ganz anderes Kaliber auf den HSV zu hier. Das ist der Tabellen zweite, dritte, vierte, je nachdem, wie heute die Spiele ausgehen. Auch eine Überraschungsmannschaft bislang, aber eine Mannschaft, die einen sehr offensiv gefälligen Fußball, oder nee, nicht gefällig, einen sehr homogenen Fußball spielt, einen Fußball, der sehr funktional ist. Etwas, was der HSV aber auch sehr gut kann. Der HSV hat gelernt, hinten die Null, dann reicht vorne ein Tor. Gestern war es so, der HSV hat dieses eine Tor gemacht, Bakeriata, wieder mal Torschütze gewesen, ein richtig schöner Schuss, der allerdings, das muss man auch sagen, nach Flanke von Van der Bremt auf Robert Glatzel von Robert Glatzel unfassbar vorbereitet wurde. Wer diesen Ball runterpflückt und es die Situation nochmal gefährlich macht, das war schon richtig stark. Er legt dann auf Ludovic Reis legt weiter auf Jatta und der zieht ab und trifft den Ball perfekt, dass er so direkt hinterm Pfosten, das war ja immer so, wie ich früher, wenn ich Fußball gespielt habe, wollte ich genau so ein Tor schießen, dass der Ball hinter dem Pfosten einsticht und dann einmal so ums Netz rumläuft. So. Aber gut, Bakary Jatta hat es gemacht. Es war der Siegtreffer, es war das 1:0, weil der HSV hinten die 0 gehalten hat, hat er 3 Punkte mitgenommen. Das sind die Punkte, die der HSV braucht. Das ist die Art und Weise, die der HSV auch braucht. Aber nicht nur 2 Spiele wie jetzt gegen Hertha und in Hannover, sondern wirklich auch die nächsten 2, 3, 4, 8, 9, 28 Spiele in Folge. So muss der HSV weiter gewillt sein, hinten die Null zu halten, weil man offensiv einfach dieses Potenzial hat, in jedem Spiel, auch mit 10 Mann, gegen einen guten Gegner Tore zu schießen. Das muss der Trainer, das müssen alle sehen. Und ich glaube, die Mannschaft hat es gestern ja auch nach dem Spiel immer wieder gesagt. Offensiv haben wir eine brutale, natürlich, Qualität. Defensiv haben sie es jetzt langsam auch drin. Sie kommen auf den Geschmack und das lässt mich echt hoffen. Das ist die Lehre, das ist für mich das Fazit aus diesem Spiel. Sie können es, wenn sie es denn wollen und wenn sie es dann auch konsequent machen. Und das haben sie gestern. Sie haben konsequent die Position gehalten in der zweiten Halbzeit, haben mit 10 Mann dann nochmal natürlich etwas massierter defensiv gestanden. Und wer auch immer von euch über Jonas Meffert lästert oder irgendwas Schlechtes über ihn sagt oder wirklich sagt, dass er nicht wichtig ist für diese Mannschaft, bitte guckt euch das Spiel nochmal an, dann werdet ihr sehen, auch wenn er nicht so auffällig ist wie andere, wie wichtig er ist. Er hat am Ende wirklich die Mannschaft zusammengehalten im Defensivverbund, er hat das Zentrum gestellt, er hat da wirklich in der ersten Halbzeit auch Probleme gehabt, gebe ich zu, das war nicht ganz so gut mit Ludovic Reis und mit Königsdörfer war es ein bisschen, wie soll man sagen, sehr wackelig. Also man war nicht so stabil im Zentrum, wie man es hätte sein müssen, man hat zu viel Bälle zugelassen, aber das lag meiner Meinung nach ein bisschen mehr daran, dass Königsdörfer und Reis defensiv nicht ordentlich mitgearbeitet haben. Meffert war da ein bisschen allein, er hätte es aber für sich natürlich organisieren müssen. Das ist seine Aufgabe, hat er nicht gemacht, deswegen kann man das natürlich kritisieren. Trotzdem, in der zweiten Halbzeit, guckt euch das bitte an, dieser Mann ist für den HSV unersetzbar im zentralen Mittelfeld. Deswegen wäre es umso wichtiger, dass der HSV da noch einen richtig guten Backup für ihn findet, weil irgendwann wird er auch mal verletzt ausfallen. Hoffen wir mal nicht, aber kann passieren. Oder halt einfach gesperrt sein. Gestern hat er eine lächerliche gelbe Karte bekommen. Aber ja, ich weiß nicht, wer von euch Fernsehen geguckt hat, aber wer Sport 1 gesehen hat, der hat das wahrscheinlich genauso wie ich empfunden. Ich weiß nicht, was die beiden Moderatoren da wollten. Mike Franz als Gastkommentator, die wollten, dass der HSV verliert. Aber sie haben es versucht herbeizureden und haben so einen unfassbaren, wie soll man sagen, Dünnschiss geredet. Das war so schlecht, das war so unfassbar übel, dass ich den Ton eigentlich hätte ausmachen wollen und nur auf diese Stadion Option hätte gehen wollen, wie es früher mal bei Premiere der Fall war, da konnte man einfach nur die Stadiongeräusche hören. Ja, ging leider nicht und so war es dann echt schwer zu ertragen, aber der HSV hat es mit seinem Spiel dann wieder ganz gut hinbekommen, dass man es doch mochte. Also der HSV, wie gesagt, im Zentrum dann mit Jonas Meffert wirklich gut, Bakary Jatta hat gut mitgearbeitet, wurde zu Recht auf den Platz gelassen, weil er einfach defensiv ein bisschen mehr macht als Dompe, der dann ausgewechselt wurde, als der HSV mit 10 Mann
auf dem Platz stand, da musste der Trainer natürlich nochmal was machen. Und der Trainer hat gut gewechselt gestern, das muss man auch sagen. Er hat die richtigen Wechsel in die Mannschaft gebracht. Ambrosius natürlich gleich rein, der genauso wie Ramos da mit seinen ganz einfachen Mitteln im Moment extrem wichtig ist für die Mannschaft. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn Schonlau wieder da ist, weil Hatzi Kadunsch wird er nicht draußen lassen. Sebastian Schonlau wird natürlich dann irgendwann auch wieder in die Mannschaft rutschen, das ist ja klar, sein Kapitän. Ich weiß nicht, ob das jetzt im kommenden Spiel schon gegen Rostock im Heimspiel, ob das schon funktioniert oder ob der HSV vielleicht noch ein bisschen warten sollte mit Schonlau, weil er einfach aktuell auch in dieser Formation, in dieser Art, also man diese Attribute, die beiden Spieler mitbringen, nämlich der eine Caro einfach, Ambrosius oder halt Ramos, die spielen von der Spielart ja sehr, sehr ähnlich. Und dann hat sie Kadunic mit seiner etwas spielerischeren Lösung, eigentlich gefällt mir das sehr gut. Also ich würde da gar nicht so viel verändern wollen. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass ein Schonlau nicht einfach draußen gelassen werden kann und auch nicht sollte. Er ist auch wichtig für die Mannschaft. Ja, da wird sich der Trainer was einfallen lassen müssen. Aber im Moment gefällt mir, was der Trainer macht. Mir gefällt, dass der HSV sich an diesem zu Null-Spielen hinten so erfreut, dass er nach dem Spiel dann auch, ob es jetzt ein Heuer Fernandes war, Meffert, wer auch immer, was gesagt, alle haben sich gefreut, alle haben es nochmal betont, wie wichtig und wie gut das war. Und deswegen hoffe ich darauf, dass der HSV das, wie gesagt, die nächsten 3, 4, 8, 9, 28 Spiele genauso weiter durchzieht. Dann kann es nämlich was werden für ganz oben in diesem Jahr. Ja, das ist mein Fazit. Kein Blitzfazit, tut mir leid, das ist leider gestern ausgefallen, aber dafür ein Fazit dieses Spiels. Sie können es, wenn Sie es denn wollen und wenn Sie konsequent es durchziehen, dann können Sie sehr gut zu Null spielen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Also, macht's gut, euch ein schönes Wochenende. Ciao.